All das zusammen, ja, unterstreicht nicht nur, dass wir den russischen Präsidenten nicht unterschätzen dürfen, sondern dass es auf maximale Einschüchterung fokussiert ist, gerade jetzt in dieser Zeit. Und Putin hat immer mit der Angst der anderen gespielt. In Russland selber, auch schon vorher, wenn wir uns vielleicht daran erinnern, als Merkel ihn mal besucht hat, hat er einen Hund, man musste, glaube ich, sagen, auf sie losgelassen. Ich glaube, das ist auch eine Kontinuität der russischen Präsidentschaft. Er wusste, dass sie keine Hunde mag. Und auch jetzt ist das ein perfides Spiel mit der Angst. Angst auch bei uns mit dem Ziel, die Ukraine nicht mehr zu unterstützen. Aber wir werden genau das Gegenteil tun, die Ukraine weiter unterstützen.